Wir hören den Text aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. In seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perle suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, der ins Meer ausgeworfen wurde und in dem sich Fische aller Art fingen. Als es voll war, zogen es die Fischer ans Ufer. Sie setzten sich, sammelten die guten Fische in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch bei dem Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Ihr alles verstanden? Sie antworteten ihm: Ja. Da sagte er zu ihnen: Deswegen gleicht der Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelsreichs geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Viele sind wissend, aber nur wenige sind weise. So lautet ein Zitat des heiligen Bonaventura, des zweiten Ordensgründer der Franziskaner, in deren Klostergarten ich gerade in Mannheim stehe. Dieses Zitat passt ganz gut auf unseren heutigen Mann im Evangelium, der einen Schatz im Acker findet und ihn dann wieder eingräbt und mit Freude nach Hause geht, seinen ganzen Besitz verkauft, um dann diesen Acker zu erwerben. Wir würden heute sagen, der Typ ist irgendwie schräg. Er findet einen Schatz, aber dem rechtmäßigen Eigentümer sagt er nichts davon. Er kauft dieses Grundstück zu marktüblichen Preisen. Er erwirbt es deshalb nur so günstig, weil er die entscheidende Tatsache verschweigt, dass er mit diesem Grundstück auch den Schatz erwirbt. Unlauterer Wettbewerb. Er könnte sich, wenn er erwischt worden wäre, natürlich herausreden. Formal sei ja alles in Ordnung gewesen. Er müsse ja nicht alles sagen, was er wisse. Er tut einfach so, als gäbe es den Schatz nicht. Menschlich gesehen ist das unanständig. Es geht hierbei um eine gerade Linie, die in den Gleichnissen von Jesus immer wieder auftaucht. Denken wir an die Arbeiter im Weinberg. Der ungerechte Lohn. Oder an den klugen Verwalter im Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Jesus bewertet im Gleichnis vom Acker nicht den Vorteil, sondern allein die Klugheit. Denn es handelt sich ja nicht um ein Handbuch für Immobilienkauf. Doch gerade dieser Hauch von Raffinesse reizt Jesus hier, denn die Menschen werden aufmerksam. Weil hier Fantasie und Engagement aufblitzt. Wünschen wir uns das nicht auch für die Frage, wie das Leben in der Gegenwart Gottes unserer Zeit aussehen könnte? Sozusagen die neue vatikanische Instruktion vom vergangenen Montag mit dem schönen Titel »Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche«. Ob da Goldgräberstimmung aufkommt? Im Evangelium kommt sie auf. Der Mann verkauft alles, was er hat. Haushaltsauflösung inklusive Geschäftsaufgabe mit Räumungsverkauf und Versteigerung des Wohnhauses, würden wir es heute nennen. Er gibt alles her. Den Tisch der Oma, das Geschirr der Küche, sozusagen alles Vertraute. Er bricht alle Zelte ab. Um nur das eine zu gewinnen.
Er setzt alles auf eine Karte. Wir werden hier weder vertröstet auf eine ungewisse Zukunft, noch zementiert hier eine Abteilung des Kirchenapparates den Erhalt von Kirchtürmen um jeden Preis. Wir hängen und kleben oft an unserem Besitz, wie der reiche Jüngling aus dem Matthäusevangelium. Dieser junge Mann war traurig, weil er sich nicht lösen konnte. Der Mann aus unserem Gleichnis vom Schatz im Acker hingegen ging voll Freude hin und verkauft alles. Die ersten Christen haben diese Freude am eigenen Leib erlebt. Die Jüngerinnen und Jünger haben diesen Befreiungsschlag weitererzählt. Abschied von Besitz und Sicherheit. Die ersten Christen sind nicht Menschen, die alle Zeit geborgen, behütet und in Sicherheit und in Wohlstand gelebt haben. Die ersten Christen tragen die Narben des Abschieds. Der Schmerz prägt die Menschen, nicht das Wohlfühlen. Denken wir an die Menschen, an die Angehörigen, die Menschen verloren haben, die an Corona gestorben sind. Denken wir an Christen, Menschen anderer Religionen, die weltweit verfolgt und gedemütigt werden. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat das schöne und nachdenkliche Sinnbild von den Wildgänsen hinterlassen. Die zahmen Gänse stehen schnatternd im Gatter und sehen oben am Himmel die Wildgänse fliegen, frei und elegant. Daraufhin fangen sie an, ihre Flügel zu schlagen, wollen sich erheben, doch sie scheitern. Dieser Flügelschlag bedeutet für sie Ängstlichkeit und Lockerung zugleich. Doch das Korn ist gut, der Hof ist sicher, das Leben bequem. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte diesen Acker und breitete seine Flügel aus und stieg empor zum Himmel, frei und elegant und voller Freude. Einen schönen Julisonntag wünsche ich Ihnen.